Yo, Rap Pool Rap 100. Was geht ab? Ist hier Boy S.O. Und das bedeutet, ihr wisst, was das bedeutet. Die letzten Challenges waren schon absolut actionreich. Und was auch actionreich wird, ist der Rap Pool Soundclash, der nächste Woche in der Westfalenhalle in Dortmund stattfinden wird. Das heute ist die allerletzte Challenge des Rap Pool Soundclash Bootcamps und das absolute Highlight. Es wird sehr, sehr lustig. Lasst uns direkt mal abchecken, wie die Artists drauf sind. Komm mal. Was geht ab, meine Bestimme? Ich sehe schon, ihr seid gut drauf, gell? Was geht? Ja. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Die letzten Challenges waren ein bisschen extremer, da haben wir euch ordentlich auf die Probe gestellt. Ich performe jetzt! Ich hasse euch alle! Nicht kotzen! Ich kann nur so viel verraten, da wir in Österreich sind, hier wird viel Biathlon gespielt. Aha. Und ab jetzt, du hast eigentlich schon alles verraten jetzt. Hab ich schon alles verraten, aber es gibt auch einen kleinen Twist noch. Wir spielen ja nicht hier Biathlon auf Skiern, sondern... Es ist Buggy-Biathlon. Es ist Buggy-Biathlon, genau. Fahren und Sportschießen. Fahren und Sportschießen. Sportschießen, richtig. Das ist ein Sport. Wir teilen uns aber auf. Nicht jeder fährt und schießt, sondern zwei fahren, zwei schießen. Wir wollen einfach auch zeigen, dass wir als Team so, weißt du, diese Teambildung so, weißt du. Wir sitzen in einem Boot gegen die beiden. Ja, und Spaß haben. Spaß natürlich auch. Was der Sauer schon nicht verstanden hat, ist, es ist kein Boot. Wir fahren Buggys. Ja. Jetzt habt ihr schon entschieden, wer fährt und wer schießt? Er fährt, ich schieße. Alles klar bei euch? Er schießt, ich fahre. Okay. Und dann fangen wir gleich an. Deshalb würde ich mir mal sagen, lass mal direkt beginnen. Okay. Let's go! Boom. Wir werden ein altklassisches österreichisches Wintersportspiel ein bisschen remixen und daraus einen Buggy-Biathlon machen. Wir beide, der Savas und ich, wir schießen. Wer als erster 5 Ziele getroffen hat, gibt dem Partner ein Go für eine Runde Buggy fahren. Und dann wird der Buggy hier ein Slalom um den Platz gefahren. Und wenn der Buggy wieder da ist, wird wieder geschossen. 3 Runden. Wer schneller diese 3 Runden absolviert hat, welches Team hat das gewonnen? Habe ich das richtig gesagt? Besser hätten wir uns nicht erklären können. Also als wir die Challenge bekannt gegeben haben, da habe ich schon gemerkt, dass sie das jetzt nicht so super geil fand. Bobby! Scheiße, Alter. Ich hab halt so übel Schiss vor Sachen und du lässt los. Und deshalb bist du mir ein Vorteil einfach. Krachst um die Kurve, ist dir doch egal. Buggies, wenn die umkippen, wenn irgendjemand sich irgendwas bricht, allgemein so fahren, ich hab gar kein Gefühl für so Gas und so. Bossa hat heute richtig Bock. Johnny, aufgesetzt! Und der Spaß und das Leben, drauf geht einfach krass. Ich hab mich gefreut, dich zu sehen. Aber ich dachte mir auch, diese Challenge werdet ihr nicht gewinnen. Es ist immer noch eine Competition. Also wie gesagt, ne, erst losfahren ihr beide, wenn alle 5 Dinger getroffen sind. Du kriegst ein Zeichen. Blitz. Blitz. Und wenn ich dann wieder da sitze, sage ich dir Peng. Genau. Haben wir auch was? Haben wir was? Überlegen und sowas. Ich wollte, dass Jordi einfach aus sich rauskommt. Vor allen Dingen aber auch, dass sie weiß, okay, ich bin mit ihr im Team. So, ne? Wir müssen mitgehangen, mitgefangen, wir müssen zusammenarbeiten. Und alles, was wir jetzt tun und alles, was wir jetzt investieren, wird sie später auf jeden Fall bezahlt machen. Okay, seid ihr alle bereit? Coaches, auf mein Kommando dürft ihr anfangen zu schießen. Und ihr erst losfahren, wenn das Kommando kommt. Bei dir Ryder und bei dir Blitz. Blitz. Yes. Okay, Coaches. Let's go. Schießen. Bisschen Konzentration da. Sieg mit dem ersten Treffer. Sieg mit dem zweiten. Scheiße. Ich sag mal so, schießen, das kann ich sehr gut noch vom Rummel früher. Savas, komm on. Savas hat den ersten drin. Sieg mit dem letzten. Yeah. Blitz! Komm an! Es kommt immer dieser Moment am Anfang, wo ich ihn so angucke und mir denke so, ey Mann, ist nicht dein Ernst jetzt einfach? Attacke! Was war da los? Wie, was war da los? Bruder, schießt du mal in so eine Hektik? Drück auf Gas! Nee, ich dachte tatsächlich nicht, ich drück jetzt drauf. Ich dachte einfach nur Piano und überleben, so. Als ich dann losgefahren bin, habe ich schon gemerkt, okay, da muss man doch vielleicht noch ein bisschen chillen, bevor man da umkippt. Sind jemand bereit? Peng, peng, peng! Flow. Ich entspann dich mal ein bisschen. Komm. Ja, Sigi! Sniper! Oh, er deckt mal! Schlitz! Komm, Savas! Ruhe! Fuck! Durch meine Erfahrung bin ich überzeugt davon, dass Vorbereiten das Wichtigste ist. Und ich habe gemerkt, dass es eben nicht reicht, auf der Playstation irgendwie was zu spielen. Savas, ich... Ryder, Ryder, los!
wieder unnormal Angst. Man musste sich voll daran gewöhnen und wie das kommt und wie das direkt losgeht und so. Ich glaube, unsere Chancen sind gleich null jetzt mittlerweile. Sigi, warum machst du so hektisch, Alter? Ja, ich treffe einfach. Sorry, Dicker. Irgendwie waren wir schon von Anfang an überlegen. Ich war so eins mit diesem Gewehr. Und als Bojan da eingestiegen ist und ein- und aussteigen so einfach ging und nicht so war wie in diesem 1000 PS-Auto, da haben wir auch schon gewusst, dass wir das Ding in der Tasche haben. Ne? Und da will man jetzt auch nicht immer von oben nach unten treten und so. Die tun einem ja langsam schon leid. Jo, der Sieg ist auch drin. Oh mein Gott! Du hast ihn! Flip! Letzte Runde! Das mit der Lenkung, das hat mich einfach alles nur ein bisschen aggressiv gemacht. Arme nach. Jetzt. Ryder! Mir war klar, dass wir das gewinnen, ja. Jordi ist noch nie irgendwas gefahren und sie musste fahren gegen Bojan. Das ist natürlich alles sehr unfair. Aber ich glaube, beim Red Bull Song Clash bin ich mir nicht so sicher, ob das so ein leichter Ritt wird wie das heute. Du hast geschossen wie ein junger Gott, Alter. Warte. Ja, was soll ich sagen? Die haben sich auch nicht gewonnen, weil war ja klar. Heute gönne ich Team Bozza auf jeden Fall den Sieg. Bozza und Sieg waren definitiv heute besser. Aber das Wichtigste ist, wie es dann beim Red Bull Song Clash aussieht. Da reißen wir die dann auseinander. Was macht sie? Die Lenkung ist so kacke, aber frech kommt weiter, einfach auch mal ein paar Hütchen auslassen, scheißegal. Ja, als dann diese Aggressivität hochkam, habe ich so gemerkt, das ist auch ein bisschen das, was man braucht. Ja, okay, ihr könnt jetzt Buggy fahren und so, aber was bringt ihr das beim Soundclash? So, viel Spaß, dann wir müssen trotzdem rappen. Wir sind trotzdem die Krassesten, dafür rappen wir krasser, was soll ich dir sagen? Dann kann ich halt kein Buggy fahren, trotzdem kann ich rappen. Wir ficken euch trotzdem, wir werden euch trotzdem ficken. Auch wenn ich kein Auto fahren kann. Ey, ja, Rap, mein Unheim, was war das für ein Duell? Unglaublich, mein Fresse, Sigi, was ist los mit dir? Boah, peng, waren die Dinger weg und wie der Boss da lang geflitzt ist. Bruder, die haben verdient gewonnen, das ist ja. Okay, ist alles gut. Wir gönnen. Ey, Leute, es war wirklich ein unglaubliches Duell. Ich hab auch unnormal Bock zu fahren. Und ich bin sehr gespannt, wie das Duell zwischen euch nächste Woche beim Red Bull Sound Clash in Dortmund stattfinden wird. Wir lassen das alles noch top secret. Ihr dürft das alles erfahren, was passiert. Nämlich nächste Woche. Boah, Leute, was war das denn für eine Challenge? Ich bin auch noch mit diesen Buggies gefahren. Ist wirklich sehr, 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 sehr wild. Herzlichen Glückwunsch an das Team Bozza und seinen Coach Sido. Ihr habt absolut abgerissen. Danke auch natürlich an das Team Bad Moms J und ihren Coach Kool Savas. Es war wirklich sehr, sehr spaßig. Hat übertrieben Bock gemacht. Danke an euch. Das war's mit dem Red Bull Song Clash Bootcamp. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Geht runter in die Infobox. In einer Woche ist es soweit. Der Red Bull Song Clash findet statt in der Westfalenhalle in Dortmund. Sichert euch jetzt noch eure Tickets, wenn es noch möglich ist. Ich hoffe natürlich für euch. Ich drücke euch die Daumen. Und wenn ihr sowieso da unten unterwegs seid, lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert, abonniert den Rap in 100 Kanal und aktiviert die Glocke, um nie mehr was zu verpassen. Das war's auch von mir. Mein Name ist Tesla und wir sehen uns wieder beim Rap Bull Song Clash. Vertraut mir, es wird wirklich wild, also kommt vorbei. Und ja, was soll ich noch sagen? Bleibt gesund, passt auf euch auf und adios.